Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag aus diesem wunderschönen mönigen Möhnesee. Man glaubt's nicht, aber es ist fast November. Und ich, alter Frostbolle, sitze immer noch auf dem Motorrad und drehe kleines Ründchen. Ich weiß, für manche Menschen ist das nicht glaubbar, aber ich tue es wirklich. Und ich friere sogar einigermaßen nicht. Es zieht irgendwie so ein bisschen unter meine Jacke rein, aber alles noch im Rahmen. Ihr seht das Laub. Fällt schon der Schwerkraft zum Opfer. Diese Woche, so ab morgen, soll es auch wieder richtig schön regnen. Also traumhaftes Wetter. Es sind aber heute noch erstaunlich viele Motorräder unterwegs. Hätte ich nicht gedacht. Und vor allen Dingen ist es auch kein Wochenende, es ist in der Woche. Ich bin immer noch schön am Fahren, damit ich das kleine Moped hier einfahren kann. Damit es im nächsten Jahr zur 1000er Inspektion gehen kann. Na, das würde ich gerne erst im nächsten Jahr machen, die Inspektion, weil dann ist sie schon mal für Jahr 2022 durchinspiziert. Von daher habe ich keinen Druck. Weil billig ist die Inspektion auch nicht. Irgendwie knapp 300 Euro kostet nur die 1000er Inspektion. Ich habe keine Ahnung, ob die mir dann goldene Zündkerzen da reindrehen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ist nun mal so. Ja, und nach der Inspektion werde ich dann ein bisschen mal anfangen umzubauen. Und ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, Motormapping. Bei Euro 3 und Euro 4 gibt es ja immer diese besagten Akrapovic Mappings und Evo 1 und Evo 2 Mappings, damit das Motorrad nicht zu fett läuft, damit der Motor sauber läuft, damit die Umbauten, wenn man am Luftfilter was ändert, damit das alles aufeinander abgestimmt ist. Da gibt es ja im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, und zwar einmal Steuergerät flashen oder Power Commander, der direkt darauf abgestimmt ist. Ja, geht beides, gibt es unzählige Videos zu, und ja, aber leider bleibt das noch bei Euro 5 etwas aus. Es gibt ein Video von Pirate Racing. Ich guck mal, ob ich das irgendwo oben verlinken kann. Wenn das interessiert, guck mal rein. Mit denen habe ich auch ein bisschen geschrieben, hin und her geschrieben, bla 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 bla. Und für Euro 5 gibt es leider noch keinen Power Commander. Die einzige Option wäre, das Steuergerät zu flashen. Dann hatte man die Möglichkeit, alles aufeinander abzustimmen. Das heißt Luftfilter und hast du nicht gesehen. Weil bei Euro 5 ist noch der Nachteil, dass sie im unteren Drehzahlbereich so eine kleine Delle hat. Ich blende mal ein Foto ein von einem Video von Pirate Racing. Da könnt ihr das sehen. Also da ist im unteren Drehzahlbereich wirklich so eine kleine Delle drin. So als Loch. Einfach geschuldet wegen Euro 5. Euro 4 hat es nicht, obwohl es der gleiche Motor ist. Ja, und wenn man dann halt das Steuergerät flasht und ein Aftermarket-Auspuff dran macht und vielleicht sogar noch am Luftfilter oder Luftfilterkasten, besser gesagt, was ändert, hat das ein oder andere Video und in ein anderes Internetforum habe ich gelesen, dass du dann ein anderes Motorrad haben solltest. Weil ich habe ja gerade, ich kann es nochmal einblenden. Ihr seht jetzt die beiden Linien, die untere Linie mit der Delle, das ist die Serienleistung. Und ich meine, die Kurve, die jetzt da drüber liegt,
ist jetzt die mit dem geflashten Steuergerät und mit dem, boah, ich weiß gar nicht, ob ein Luftfilterkasten drauf ist, aber es ist 10, also die End PS-Zahl ist gleich, die ändert sich, glaube ich, 1 PS oder so, ist der Unterschied. Aber halt im unteren Drehzahlbereich hast du halt deutlich mehr Bums, also etwa so 10 PS mehr. Und du sollst da, ja, da soll schon mehr Feuer an der Kette kriegen mit. Jetzt ist die Frage, was würdet ihr machen? Würdet ihr Steuergerät flashen? Würdet ihr Power Commander verbauen? Was habt ihr vielleicht sogar verbaut? Teilt mir mal eure Erfahrungen mit, die ihr gemacht habt oder die ihr gerade macht. Wie zufrieden seid ihr? Warum habt ihr was gemacht? Aktuell gibt es jetzt für Euro 5 nur die Option mit dem Flashen des Steuergerätes. Ich denke, dass auf kurzer Lang auch der Power Commander auf den Markt kommen wird. Also ich persönlich finde, dass Power Commander Gedöns besser, weil so habe ich immer noch die Möglichkeit zu variieren. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich irgendwann sage, will ich doch nicht mehr, kann ich das rausmachen, mache den Luftfilterkasten raus und habe wieder normale Standardwerkseinstellung. Das habe ich mit dem Power Commander, mit dem Flashen von dem Steuergerät halt nicht. Es wird halt eingegriffen in das originale Husqvarna Steuergerät. Und müsste das, klar, könnte den alten Software wieder aufspielen lassen, aber dann ist es halt nicht mehr original. Ich bin halt eher ein Freund davon mit dem Power Commander, mit dem Zusatzsteuergerät im Endeffekt, dass man damit arbeitet. Natürlich nur im Einsatz auf der Rennstrecke. Ich glaube, soweit ich weiß, ist das nicht zugelassen für den Straßenverkehr. Ich muss mal gucken, was da gemacht wird. Und ich würde das gerne mal ausprobieren. Alleine schon, um den Unterschied zu merken. Was da für ein Unterschied auch ist, ne? In der Leistungsentfaltung gleich. Die ist immer noch im Einfahrbetrieb. Ja, habe ich bis jetzt noch nicht am Kabel gezogen. Deswegen weiß ich auch noch nicht genau, was mich da erwartet. Aber ich denke, wenn man da am Auspuff ein bisschen was macht und das aufeinander abstimmt, dass das schon spürbar ein bisschen was anderes ist. Also ich will im Endeffekt nicht mehr Power haben, also mehr PS im oberen Drehzahlbereich, aber untenrum, wenn man da dann schon ein bisschen mehr Leistung hat, ist das schon ganz nett. Wie beim Auto, wenn du 600 Newtonmeter hast, macht das mehr Spaß, wie wenn du mit 200 Newtonmeter durch die Gegend fährst. Aber leider ist das halt alles noch Neuland und alles in Arbeit und ja, man findet nicht wirklich Informationen dazu. Deswegen würde mich mal interessieren, wie ihr das vielleicht, oder habt ihr vielleicht schon euer Steuergerät flashen lassen? Dann lasst es mich mal wissen, wie es ist. Oder wenn ihr ein Euro 4 Bike habt, dann könnt ihr mal eure Erfahrung reinschreiben mit Power Commander oder mit flashen lassen vom Steuergerät. Würde mich echt mal interessieren. Weil ich doch schon gerne oder stark mit dem Gedanken spiele, das machen zu lassen. Also eine billige Chose ist das natürlich nicht. Also flashen lassen vom Steuergerät liegt jetzt irgendwie aktuell bei 600 Euro. Könnte mir vorstellen, dass so ein Steuergerät ganz in Ordnung, ein bisschen billiger ist. Ich habe jetzt von dem österreichischen Kollegen Video gesehen, wo er ein Power Commander reingescheppert hat in seinen Euro 4 Husqvarna.
Und der hat auch mit Pirate Racing zusammengearbeitet. Also der hat da angerufen, hat gesagt, hier, das und das Motorrad, das und das Baujahr, das und das habe ich verbaut. Das heißt, sprich Auspuff und ich weiß nicht, ob er Luftfilterkasten auch geändert hat. Das bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt, das weiß ich nicht. Aber er hat es dann eingebaut und es lief von sofort an, hat alles gepasst. Und er hat halt gesagt, dass es halt ein spürbar sofort anderes Motorrad war. Natürlich hat er das wahrscheinlich auch nur auf der Rennstrecke ausprobiert und nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Von daher, aber ich weiß es nicht. Aber es juckt mich schon ein bisschen unter der Finger. Ich weiß auch nicht, wie es mit der Garantie ist. Könnt ihr mir ja mal reinschreiben, wenn ich so eine Modifizierung mache. Ich glaube, dann erlischt die Garantie, oder? Ich bin mir fast sicher. Also würde mich stark wundern, wenn das nicht so wäre. Von daher, ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Wenn dann endlich diese scheiß kalte Jahreszeit vorbei ist. Dann soll das wohl klappen. Und Heizgriffe, ich habe mir schon wieder ein Motorrad gekauft ohne Heizgriffe. Ich hatte bis jetzt erst ein Motorrad mit Heizgriff, ne? Das war die BMW. Sonst hatte alle Motorräder ohne. Aber ja, Suzuki steht auch gerade in der Werkstatt. Die Kette war oppe. Wurde mal Zeit für eine neue Kette. Die ist dann, da muss ich jetzt dann nur noch einmal einen Ölwechsel machen. Und dann ist die auch wieder einsatzbereit für das nächste Jahr. Also dreimal Rennstrecke Minimum. Ich denke, einmal Assen, zweimal Oschersleben. Sitzt auf jeden Fall drin dieses Jahr. Da freue ich mich schon drauf, in Schnitzel. Dann wollen wir doch mal gucken, was dann alles so geht. Das wäre aber auch mal lustig, mit der hier in Oschersleben auf die Rennstrecke. Und das hätte auf jeden Fall auch was. Aber ich glaube, da passt die nicht so wirklich hin. Aber so eine Kartstrecke wäre auch schon nett, ne? Mit so einem Hobel auf der Kartstrecke zu fahren. Okay, jetzt kommen die schönen Kurven. Jetzt habe ich hier so einen Autoschleicher vor mir. Bisschen ärgerlich. Die letzten Kurven, die ist ja auch schleicht ein Auto vor mir her. Ich krieg die Pimpernellen. Ich glaube, ich muss eine PlayStation und ein PlayStation-Spiel kaufen. Oder einfach überholen. Danke, dass die Linie nicht mehr durchgezogen war. Motorradfahren macht einfach so Spaß, ne? Oh, er wollte auch schon wieder in Gegenverkehr. So, ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch ein paar Videos mache. Ein paar habe ich noch in Reserve, aber ich glaube, es reicht für dieses Jahr nicht. Das heißt, mal abwarten. Ah, aber ist doch schön, ne? Wenn die Sonne schon wieder so vom Himmel lächelt. Von daher, aber gut, wenn was umgebaut wird, gucken wir mal, ob ich ein kleines Video davon mache.
Wenn ihr Erfahrung habt mit dem Flashen oder mit Power Commander, haut es mal unten in die Kommentare rein. Interessiert mich eure Meinung. Das Diagramm habt ihr gesehen. Guckt euch nochmal das Video an. Ich verlinke es nochmal von Pirate Racing in der Videobeschreibung. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr aufschlussreich. Und in dem Sinne wünsche ich euch. Partigiano.